Mein Name ist Andreas Frank, ich bin seit 33 Jahren beim THW. Momentan bin ich hier der Einsatzleiter für diesen Standort und leite diesen Logistikstützpunkt Bayern, wo die ganze Ware verteilt wird, die hier vom Bund oder vom Land eingekauft wird. Ja. Also mich hat beeindruckt, wie schnell das THW so einen Punkt hier aufbauen konnte. 12 Uhr gab es die erste Lagebesprechung hier und abends kamen die ersten LKW an. Also wir haben das aufgebaut aus nichts. Es ist kein klassischer Einsatz. Normalerweise sind wir im Hochwasser unterwegs. Wir sind unterwegs bei großen Naturkatastrophen wie Schnee letztes Jahr. Das hier momentan, was wir betreiben, ist eine reine Logistikaufgabe. Ich sage momentan mal, das THW Prime, der Schnelltransport von Ware, die reinkommt, am nächsten Tag sofort wieder zu den Bedürftigen zu transportieren.